Malte, heute noch 4 Tage bis zur 4. Pax Terra Musica. Kommt langsam Hektik auf? Was ist alles noch zu tun? Naja, Hektik, ja, Aufregung würde ich eher sagen. Es ist noch einiges zu tun. Also wir haben heute die Rutsche angefangen, die muss noch fertig gemacht werden. Die Zelte müssen noch aufgebaut werden, die Bühne muss noch aufgebaut werden. Da ist es auch schon angefangen. Aber das wird jetzt alles in den nächsten Tagen kommen. Wir haben uns jetzt eingerichtet und jetzt geht es mit Hochdruck die nächsten Tage los. Was erwartest du dieses Jahr von der Pax Terra Musica? 2 Jahre waren ja Zwangspause und nun geht's Gott sei Dank mal wieder los. Ich erwarte ein wunderschönes Festival mit ganz wundervollen Menschen. Ich glaube, dass wir alle sehr, sehr glücklich sind, uns endlich wieder sehen zu dürfen, endlich wieder miteinander Zeit verbringen zu dürfen, feiern zu dürfen. Und ja, das ist eigentlich meine Erwartungshaltung. Ganz viel Freude, ganz viele Endorphine und ja. Und für alle, die noch herkommen wollen, der Online-Kartenverkauf ist ja schon beendet. Gibt es noch Karten? Ja, es gibt noch Karten. Wir haben eine Abendkasse oder eine Kasse vor Ort. Also man kann sich hier direkt an der Kasse ein Ticket kaufen. Sind ein bisschen teurer als im Vorverkauf, wie gewohnt, wie man das von jedem Theater kennt. Aber sind noch Karten da. Gut, danke schön. Dann freuen wir uns auf die 4. Pax Terra Musica. Danke.